She looks black. Wow. I don't even know what she's saying, but it's sick. Sick! Remind me of like a German Tory Lanez vibe. Yeah. Dang it, I'm gonna tag you all in my upcoming porn. For real though. Put y'all motherfuckers in the credits. Y'all don't even know what for, but y'all will know what for. Bin high von unseren Goals, stone von unseren Teams. Liege auf dem Stein und trage Blasen aus unserem Krieg. Okay, Ben dachte sich, ich töte einfach kurz mal alles. Entweder ein oder zwei Kontaktlinsen mit Schlangenaugen, dass wir quasi ein Schlangenmuster auf ihr Gesicht tätowieren. Dann vielleicht ein paar Steine hier hinten rauslösen und vielleicht kann man sie als Applikation nehmen, als wenn halt wirklich dieses, als wenn diese Krone dann halt schmilzt. Hey, weiter. Ich hab noch keinen, du musst in die Kamera gucken. Kinn immer hoch. Herzlich willkommen bei Becoming Unique. Egal wie viel Klunker ich trage, ich bleibe ein Mädchen von der Straße. Album oder Mixtape? Album. Jawohl. Ich hab doch noch neue Beats bekommen, willst du auch anhören? Ja, Mann. So, wie geht diese? Machen wir die. Hier? Aha. Yes. Oh. Ist das Michael Jackson? Michael. Weil ich einmal auf der Tür. Michael, komm rein. Der Beat weiß ich, der ist anders, so einfach so, ich mach's wie ich denk. Ich mach das, wie ich es will. Wir machen das anders. Wir machen das anders heute. Oh, ja, richtig. Unique. Woher kommst du eigentlich, Unique? Wohnst du? Oder wie heißt du richtig? Unique. Das ist dein richtiger Name? Ja. Was will man mehr, ne? Wenn der richtige Name sogar als Künstlername passt. Ja, sicher. Ich komme eigentlich aus Hamburg. Oder meistens ursprünglich. Hamburg, wohnst du jetzt gerade in Hamburg also? Nein, ich wohne jetzt hier in Berlin. Okay. Und ursprünglich? Meine Mama kommt aus Ghana. Ghana? Mein Papa kam aus Trinidad und Tobago. Wir haben aber in New York gelebt, deswegen habe ich die amerikanische Staatsbürgerschaft. Krass. Und mein Opa kommt aus England. Aber ich bin in Hamburg geboren. Also, wow. Meine Eltern sind Kurden. Ghana, meine Eltern sind Kurden. Ich bin in Kurdistan geboren. Gibt's leider nicht. Asimemo meinte, er kommt jetzt. Wer? Er kann nicht schlafen. Wer kommt? Asimemo. Er sagt, ich komme jetzt, ich kann nicht schlafen. Hallo. Digga, kommst du jetzt vorbei? Ich komme jetzt vorbei. Okay. Ich kann nicht schlafen, ich nehme meine Jungs, ich komme. Okay, perfekt. Wir sind bis 3 Uhr hier drin. Bis gleich. Okay, bis gleich. Tschüss. Das heißt Dubs? Doppler. Das sind aber die Dubs, Doppler links und rechts. Ach so, wenn ich jetzt Rhymes machen will. Der hier ist sozusagen C, links, rechts. Das ist dieses C, ne? Genau. Genau. Aber das ist manche Rapper, wollen ihr ganzer Verse komplett mit zwei Spuren durchgehen. Und wenn er mit zwei Spuren durchgehen will, hast du da ein Doppel. Wenn er nicht, wenn er nur Adlibs machen würde, dann wahrscheinlich nur links und rechts. Ja, zieh dich auf. Küss zurück, ja? Okay. Mhm. Ich weiß, du kommst hierher, du schreist mich an. Was ist los mit dir? Okay, wir nehmen jetzt die Essen so. Hi. Was war
Nein! Oh mein Gott! Das sind die krassen Adlibs! Boah! Brother, I love you! Wie geht es dir? Gut, und dich? Alles fresh. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Mach was daraus. Dankeschön, Bruder. Mach ernsthaft jetzt was daraus. Dankeschön, ernsthaft, Digga. Digga, bitte töte mich jetzt nicht mit den Adlibs. Du vergibst keine Fehler. Bitte bleib ruhig. Bitte bleib ruhig, Nigga. Nein, von den R. Was brauchst du? Was brauchst du? Bosso wie Nelson Mandela. Ja, ja. Der erste, der kommt. Okay, Nigga, Digga, bist du bereit oder was? Machen, ja? Mit Wand anfassen. Mach mal jetzt an, Digga. Komm. Okay. Brr. Pow, pow. Brr. Ja, ja! Auf jeden! Mandela! Ah! Ah! Bau, bau! Bau, bau! Brrrr! Haha! Bisschen blockiert! Haha! Yeah! Yeah! Bau, bau, bau! Brrrr! Willst du es dir anhören? Du bist behindert, komm, Digga. Atme nicht so nah an meinem Ohr, Digga. Bist du krank? Blockboss, Rich Potter. Boss wie Curtis Jackson. Von Hassel besessen, Frank Lucas. Die Familie muss essen. Boss wie Nelson Mandela. Doch vergib keine Fehler. Der Erste, der kommt, der Letzte, der geht. Du musst lachen und machen, egal wie schnell. Erfolg ist die beste Rache. Jetzt lieben sie mich, diese Tracks ertrappen. Lieben es, wie ich auf Tracks verpacke. Wie sie blockiert, dann bin ich schick nach Patten. Gar nicht, ich opfere Zeit und schlaf nicht. Der Nigger muss rechts mit Minus zur Seite, für lila eine Schelle gestorben. Aus, 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 ich bin Baus, Baus, Baus. Später noch mal über das Timing sprechen. Und das ist nun unser talentiertestes, unser talentiertester Künstler, Unique, um den sich hier alles dreht. Ich freue mich erstmal, dass sich so viele Menschen zusammengetroffen haben, um dieses Projekt an den Start zu bringen, dass es einfach geil wird und richtig reinhauen wird. Ich habe vor 1,5 Jahren Unique online gesehen. Ganz viele Leute sind auf sie zugestürmt. Ich war eine davon. Und viele wollten sie sein. Und ich habe ihr angeboten, ein Artist Development Bootcamp zu machen. Das heißt, ich habe gesagt, ich finde, du bist richtig krass, aber ich sehe noch unten noch so viel mehr Potenzial in dich. Und wir haben uns vor 1,5 Jahren eingesperrt bei mir. Und ich selber zu meiner Person, ich bin ein Tausendsasser. Ich habe einerseits den Savage gemanagt, andererseits habe ich Musikvideos gemacht für KC Rebel. Wiederum mache ich Fotografie und bin so ein Tausendsasser und habe mich dann quasi als 360-Package um Unique drumherum gesetzt und habe sie trainiert. Wir haben 7 Tage die Woche wirklich crazy. Wir schlafen nicht. Wir haben gleich ein bisschen Bildmaterial. Das heißt, wir schlafen nicht. Wir 22 Stunden, 7 Tage die Woche ziehen wir durch. Die Kameras angemacht und haben halt Step by Step von Songwriting unterwegs bis Interviewtraining. Jeden Tag sind wir rausgegangen, haben Posing-Unterricht gemacht und so weiter. Den ganzen Mindstate haben sie Step by Step aufgebaut. Auch wenn du keine weißen Air Force hast. Jetzt mach Frontline, sag es welch, wenn ich bin die Erste und die Letzte, die das Rap-Game gewinnt.
Das auf den Punkt gebracht ist das, was wir in 13 Folgen zeigen werden. Wir haben ziemlich starke Features aufs Album. Wir haben aufs Album, wir haben auf dem Album, wir haben Katar auf dem Album, wir haben auf dem Album. Wenn alles jetzt gut geht, haben wir auf dem Album, wir haben Wasteland auf dem Album. Und deswegen auch so viele Titel, dass es auch genug Titel von ihr alleine gibt. Wir können jetzt mal ein Intro reinhören und dann auch in genauso. Der Song heißt mittlerweile jetzt Giftig und das Album heißt Gift. Und deswegen heißt der erste Titel Intro Giftig und die erste Single wird ein Split-Single sein, wo sie reinkommt mit Fuß durch die Tür und dann mit der Single Place in. Bamba klappt bad geil, Tomba hat ganz schnell. Donnerschlag, Mann, fällt Album ab dem Handel. So ein typischer Hymne für ihre Heimatstadt. Motiviert, ich bin hungrig, der Rest hat den Mumm nicht. Komm aus der Hansestadt Hamburg, besser wenn du keine Fehler machst. Hinter mir steht ne ganze Stadt. Ja, wollen wir noch ganz kurz in den Song mit Casey reinhören? Alles Gute, ich weiß, du schaust so aus der Ferne. Alright, also ihr wisst, ihr spürt, ihr hört, worum es geht. Wir haben hier ein Hit-Album am Start von 0 auf 1 in 15 Monaten. Ich bin ganz guter Dinge, dass wir das schaffen. Und wir haben eigentlich alles im Gepäck. Wir müssen es jetzt nur strukturieren und koordinieren. Ja. Und auf Straße bringen. Ja. Es werden ja 2-minütige Videos auf denen auf Spotify veröffentlicht von mir. Und einfach um ein bisschen besseres Gefühl für mich als Person zu bekommen, also wo ich herkomme und was ich eigentlich wirklich gemacht habe, hat sich jetzt Spotify überlegt, wie man das halt darstellen kann. Und dann haben wir am Mittwoch, glaube ich, angefangen zu drehen und dann haben wir am ersten Tag halt gezeigt, wie so ein regular Tag von mir aussieht. Beginn morgens um 7 Uhr. 8 Uhr mit Muay Thai Unterricht und da waren sie sozusagen halt auch mit mir im Fitnessgym, da wo ich mit meinem Trainer die ganze Zeit trainiere und haben da auch ihre Shots eingefangen. Danach hatte ich Tanztraining, sind wir dann ins Tanzstudio gefahren und da habe ich zusammen mit meiner Choreografin, mit der ich gerade zusammen meine Live-Show erarbeite, auch ein bisschen gezeigt, so, was wir machen wollen, in welche Richtung das geht. Und danach waren wir im Studio in unserem Raumschiff, wo alles angefangen hat, wo wir geschrieben haben, wo unsere ganzen Whiteboards sind, wo und meine Vision Board zum Beispiel ist oder einfach wo alles entstanden ist, also der Kern sozusagen. Und dann sind sie am nächsten Tag, sind wir morgens um 7 wieder nach Hamburg gefahren. Und da habe ich denen meine Mutter vorgestellt, ich herkomme, meine Gegend. Dann waren wir noch mit meinen Freundinnen, also meinen Kobras sozusagen, waren wir auf dem Dom alle zusammen. Und dann am nächsten Morgen hatten wir dann nochmal um 7 Uhr morgens Schatz am Hafen. Wo ich dann nochmal ein bisschen halt mit Overvoice dann ein bisschen auch erzähle, so wie das für mich ist oder was wirklich meine Ziele sind. Ich habe euch ja vorhin nochmal kurz das Albumcover von Gift gezeigt. Moment. Und wir legen halt unglaublich viel Wert auf Kunst, unglaublich viel Wert auf Ästhetik. Wie viele Tracks werden es dann insgesamt? Auf dem Album? Ja, genau. 19. 19 plus diese Akustik. Plus Titel. Plus. Plus Instrumente, plus DVD, ja. Wir haben halt unglaublich viel Output und wir wollen auch diesen Output teilen. Deswegen wollen wir auch so viele Singles machen, weil wir eben selber die Videos produzieren. Ja. Wollen wir halt einfach unglaublich viel Content. Wir haben wirklich erst Frühjahr soll uns gehören. Wir haben so viel Material. So, keiner hat so eine Veröffentlichungsdichte wie wir jetzt. Worauf du hinaus willst, es wird halt eine Reality-Show halt. Okay, also das ist nicht bei Nein.
Nein, haben wir auch da rausgelassen, also dass ihr Vater bekannter Künstler war und so weiter und so fort. Aber das ist so top secret in a reality show, kommt das dann raus. Okay, ich weiß nicht, was. Nein, das hätten wir auch nicht gemacht. Wir haben ja auch die passenden Bilder dazu, weil sie hat ja dann den RZA getroffen und so weiter und hat erzählt und so weiter und so fort. Also das ist, ja. Okay. Also top secret. Um 16 Uhr hat sie jetzt gleich noch ein Live-Casting. Für vier Blocks wollen sie gerne für eine weibliche Hauptrolle haben. Und die soll sich selber als Rapper, also nicht sich selber, sie soll eine Rapperin spielen. Besorg du dir erstmal eine Frau, die kannst du dann von mir aus rumkommandieren. Aber mir? Mir sagst du nichts. Ich treffe mich mit wem ich will, ich gehe feiern mit wem ich will und ich ficke wen ich will. Ich wäre aber trotzdem schlau, da die zweite Staffel von der Reality Show zu bringen, was non-musikalisch ist, und dann im Anschluss aber direkt dann mit der zweiten Platte schon Richtung Anfang Januar oder Winter nächsten Jahres oder Januar 2019. Also wir wollen schon ziemlich dicht mit der zweiten Platte, weil wir auch schon da tief drin sind. Also wir haben da schon einige Songs von der nächsten Platte schon in der Hand. Lifestyle. Und ich wollte halt so einen Unterschied schaffen, weil es gibt nun mal gerade viele Social Media Portale und man weiß jetzt gar nicht, worauf man sich richtig konzentrieren soll. Wie schafft man das, dass alle gleichzeitig organisch wachsen können mäßig? Und dann habe ich hier unten, zu wie viel Prozent man einfach regular life von mir sieht, Challenges, Regeln einer Cobra, dass so ein bisschen dieses Mindstate teilen, wie ich denke, wie die Gesellschaft gerade ist, Real Talks geben über Themen, mit denen sich einfach meine Generation derzeit beschäftigt oder mit denen ich mich selber beschäftige, 100% geben, dieses Motivieren, Leute aufzustehen, nicht faul zu sein, irgendwas zu schaffen am Tag einfach. Das ist der komplette Content, der sich sozusagen um dein Tagesgeschehen und dich als Person. Genau. Und das wird dann halt auf Wochen projiziert. Ich habe jetzt hier zum Beispiel bei 100% jeden Montag auf Snapchat. Hab ich oben die Beschreibung reingeschrieben, um was es ungefähr geht. Mach Dinge, hinter denen du stehen kannst. Deine Leidenschaft wird dir helfen, durchzuziehen. Such dir deine persönliche Motivation da, wo deine Emotion sich versteckt. Und bade dich in deinem Leid oder in deinem Glück mäßig. Und dann habe ich hier zum Beispiel meine Talks. Dann gehe ich sozusagen morgens in mein Trello-Board, guck mir das an. Ich fange an mit Another Day, Another Dollar. Hab direkt Muay Thai-Unterricht mit Aristo und nehme meine Fans heute mit mir zum Muay Thai-Unterricht auf Snapchat zum Beispiel. Das verlinke ich dann auf Instagram. So, und dann wissen die Leute, irgendwann gewöhnen sie sich dran. Ah, jeden Montag kriegen wir von ihr so ein, es ist Montag, eigentlich habe ich schon Bock aufzustehen. Ich kriege Motivation von ihr. Ich habe einen Grund, nochmal auf ihr Snapchat oder auf ihr Instagram zu gehen mäßig. Man hat halt versucht, ganz viele Widerhaken, was meine Persönlichkeit angeht, zu schaffen. Ja. Ohne dass es halt alles so vorstrukturiert ist. Ladies and gentlemen, we are up in here, Universal Music. This is the place that everybody want to be, but not too many people get to be in this room. Ciao, yeah. Oh, come on, Billy Jazz! Jetzt fallen schon die Reifen. Also an der Seite ist natürlich noch... Oh, beim Militär. Genau, das müssen wir nämlich jetzt freigeben. Ich glaube, sie mag es. Können wir den mitnehmen als Muster? Das ist eine gute Frage. Ramin, steal! Steal! Steal it! Erzähl, du bist stolz auf deine Wade. Ich höre dir zu. Ich bin richtig stolz auf meine Wade, okay? Die sind schon echt gut stabil auf denen. Ich kann richtig gut treten und kneifen, as fuck. Aber ich will einmal voll spannen. Direkt an die Seite. Und nicht so dieses auf den. Ich mach so, nein, richtig so. Patz, und richtig auf. Die ganze Zeit. Und dann will ich mit meinen hässlichen Füßen smack. Wie gibst du, dass deine Füße hässlich sind? Ja, zeig mir deine Füße. Also. Zeig mir deine Füße. Ohne Dings. Zeig mal. Das sind. Zeig mir deine Füße. Das ist schöne Schuhe. Du hast dir gesagt, die sind hässlich. Zeig mir deine Füße. Okay, warte kurz, was war mit dem Hund von dir?
Toilette, ich muss auch auf Toilette. Ich hab aber gesagt, ich will nicht mit dir auf Toilette. Ach, warum willst du denn? Weil ich Angst hab. Das letzte Mal war zu heftig. Was war das? Spaghetti Bolognese, ne? Oder Chili con Carne oder irgendwie sowas. Krass. Aber mach leise, okay? Schau mal leise. Sonst ist deine Karriere am Ende. Welchen willst du denn gerne machen? Irgendwas, was ballert. Hass, Liebe, Check. Irgendeine nice Verse. Das ist perfekt. Die zweite Strophe. Die Bridge ist auch geil. Johnny! Johnny sagt, die Welt ist besser als auf Handy. Sagt, dass Liebe Hass wird wegen Eifersucht. Mach dich nicht verrückt, nimm doch noch ein Zug. Mary Jane sagt, Schwester, chill dich, das ist nur Anerkennung. Ja. Das ist nur Anerkennung. Deshalb hab ich Liebe, dass du trotz. Schön wie ihr glotzt, das ist Hassliebe. Genau wie die Tür, die nicht aufgeht. Ja, die haben alles gesagt, aber Toilette war da nicht mehr drin im Fall. Es geht aber schon. Ist gut. So, danke dir. Ja, auch. Hallo. Ich freue mich erstmal, dass ihr da seid. Also, kommt erstmal an. Setzt euch erstmal hin. Ich sag euch von vornherein, hier sind Kameras, weil wir hier Reality Show produzieren. Also, ihr werdet jetzt abgeschossen. Ja, so sorry. Ey, ihr müsst aber auch nicht hier jetzt. Nee, gar nicht unterbrechen oder so, ne? Wir können direkt weiter. Was für Pause? Wir begrüßen euch jetzt und dann lasse ich euch knechten. Got songs for you, hab einen Song für ihn, hä? Du hast Rechte dabei? Hast du Bock, Mucke zu machen? Du bist der Einzige, den wir noch nicht haben, Alter. The only one. Du bist sowas wie der Highlander. Das ist halt die Fresse. Der Song ist aber halt jetzt noch langwierig. Der hat halt noch nicht Spannungsbogen und so. Ja, aber deswegen habe ich dann einfach dein Beat zerschnitten und einfach irgendwie so versucht. Ja, ganz klar. Das war ja, glaube ich, nur ein kompletter Loop, ne? Voll. Nee, klar, gib mir die Vocals so. Einmal als komplettes, gell? Und dann bringen wir da so ein bisschen Höhen und Tiefen rein. Boah, lass eine Session machen. Ja, Mann! Legendary Shit! Was ist hier los? Lauren, es ist Spielgeld, ne? Spielgeld einfach. Ihr habt den so. Habt ihr das missverstanden, das Spiegel, oder war das einfach so eine Idee? Wir haben uns darüber. Wie? Der Song hieß Spiegel. Aber jetzt heißt der Spiegel wegen euch. Aber es hat so viel mehr Sinn gemacht. Jetzt heißt der anders. Ja, aber wir sagt doch. Bei der Pre-Hook von ihm, ne? Der sagt doch, ich sehe mich im Spiegel. Dann kannst du das aber nicht texttechnisch. Oder wir müssen aufpassen, die Kamera. Wir müssen aufpassen, was wir reden. die haben richtig Beweise gegen uns, wenn wir hier so flüstern mit diesem Mikrofon. Ey, Scheiße, ich mach den. Oder wir haben ungefähr schon wieder 5 Rapper beleidigt. Nein, gut. Boah, und ich habe mich immer gefragt, wie kann man bei Big Brother sitzen und diese Kameras vergessen? Ich will hat 3 Minuten gedauert. Nicht mal, ich kam mir rein. Sofort irgendwelche Intrigen. Die sitzen da, lachen mich. Schon kaputt, weil die ganze Zeit Mitte und auf die Flinge mit dieser kalten Mantel. Dann sitzen die da so. Wow. So schnell geht das. Warte mal. Ich will vor Release, ich will die Songs nicht hören, aber ich will die DVD vorher sehen. Ja, das ja. Jeden Woche auf YouTube. Das wird spannend. Aber ihr seid nicht alleine. Michael hat gefühlt auch jeden Menschen beleidigt, den es gibt. Ey, aber es gibt einen Sound. Der killt mich. Weil er der gleiche Sound ist wie mein Metronom und weil er immer off kommt, denke ich, sie ist off. Es gibt einen Sound. Der killt mich. Was ist denn tut? Nein, das ist nicht mich. Zum Glück.
habe das Sample hochgepitcht, aber. Nee. Nein, das ist ein. Das ist ein Piep. Ah, der, der Percussion Sound. Ich weiß, was er meint. Ja. Ey. Ah. Ey, bitte. Ja, guck, der kommt vor. Vor die Snare. Ja, ja, vor die Snare ist der Mann. Aber. Der gleiche Ton. Nein, nicht vor der Snare, hinter der Snare. Der ist der gleiche Ton wie der Cubase Metronom. Nein, echt? Okay, komm. Ja, ja, gut. Nur der. Wenn die ganze Zeit denke ich, ey, sie ist off. Hä? Immer wieder, wenn ich glaube. Ah, gut, der ist auch nicht so hässlich wichtig, ne? Komm, ich schmeiß den Kopf erstmal komplett raus, guck mal. Feuer ab, brauche ich nur. Okay, ich bin nicht ready. Dankeschön. Relax yourself. Entspann dich. Ja, besser ist es. Aber du hast gelernt, du hast gelernt. Oh, guck mal. Guck, ich hab dich schon wieder. Kaka! Arrestor! Hättest du dir deinen Muay Thai durchgezogen, kannst dich jetzt wehren, aber du kannst dich nicht wehren. Du kannst dich nicht wehren. Also bleibst du in der kleinen Pussy. Yeah. Ist aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm, Digga, hä? I was born with one. We're all not sure about that. Shut the fuck up. Cause you're like, people must have got like a real small dick. like a real small one. You know these niggas that, ey, das würde so viel. Wow. Du musst ja verstehen. Wenn du mich outen würdest und sagen würdest, okay, listen, I'm just a pissed gay guy with a real small dick. A gay guy with a real small dick. That would explain everything. That would explain the blue hair, the blonde hair. That would explain everything. That would explain the holes. That would explain everything. That would explain all your perversion. That would explain why you rap like that. That would explain everything. For real, you might need to get that check. You know? Oh my God. You might have a dick. A small one. You ain't got a big one, because dudes with big dicks like me, they just relax and shit, you know what I'm saying? They just all chillaxing, so you must have like a real small, something that you just don't want to... I really need a cigarette after this. That's why I be on the low low. Nigga, komm mal, jetzt kurz. Now it just all makes sense. Bruder, ich weiß nicht, wie wir das klären. Wir müssen ganz kurz, lass mal kurz zwei Toren geben, Bruder. Wir gehen kurz an die Playstation, mein Nigga. Und klären das. Danke, Typ. Irgendwann werde ich ihn so hart pranken, dass er eine Herzattacke kriegt. Ich hab ihm das schon gesagt, er wird einen Tag kriegen, Digga. Was willst du von mir? Du musst weggehen, wirklich. Dir wird was passieren. Okay, ich will nicht, dass dir was passiert. Was will ich hier? Geh mal. Okay. Die ist echt crazy, ja. Immer wenn sie ihre Pillen nicht gegessen hat, dann macht sie so. Immer wenn sie ihre Medizin nicht genommen hat, macht sie so. Dann kriegt die mal einen komischen. Ich meine, hallo? Sie hat halt einfach eine Kontaktlinse noch drin. Blonde Haare und Attitüde. Jetzt stell dir mal vor, sie in der Dusche mit so einem ganz kleinen Schwanz. Guck, siehst du? Genau so. Mach mal so. Mach mal so. Ihr kennt euch noch nicht? Nein, ne? Was, you don't know who this is? This is the Heatmaker, ne? Dass du seine Hand überhaupt anfassen konntest, weil du das nicht verbrennst. Alles gut, okay? Ja, was macht ihr? Albumaufnahme? Ihr selbst auch? Ja, macht Album fertig. Nice, ja? Nice. Fertig. Nice, Alter. Und bei euch? Alles gut soweit. Wir sind heil angekommen. Ja. Wir sind Superstar. Du bist Superstar. Ja, du bist Superstar. Nee, oder ich sehe deine Videos. Hä? Bei dir rennen. Bei dir rennen wirklich geile Sachen, ja, Alter. Die neuen Sachen. Langsam sicher. Funktioniert irgendwie. Ich hab das gut gemacht. Ich hab keine Zeit mehr auf. Nein. Wir wohnen hier fast. Ja? Also wir werden zwar trotzdem weiterarbeiten. Übernimmt einfach. Macht Takeover, ja. So. Wie lange seid ihr schon dran hier, Magen? Insgesamt jetzt 3 Wochen hier.
viel geschafft? Ja, Mann. Ja, ne? Das Album. Das ist alles so? Also das ist der Plan, ne? Ja, das sind die Titel. Was wollen wir machen auf der Nacht? Das ist kein Hippo. Ja. Wenn ihr irgendwas braucht, es gibt 70 Red Bull Kühlschränke, also in jedem Zimmer. Also ein Red Bull Kühlschrank. Wenn ihr sie leer macht, sie fühlen sie eh immer von alleine auf. Ich finde komisch diesen Harmonizer, den die da drauf haben. Macht immer so, also irgendwie sind die Harmonien, da kommen, weiß nicht. Für mich immer ein bisschen komisch. Guck mal, dann hat man ja so einen C-Teil. Hassliebe, Hassliebe, Herzliebe, lieben, dass sie hassen, hassen, was sie lieben. Johnny, sagt die Welt ist besser so. Mit dieses Auf deinen Nacken ist eigentlich so Turn-Up des Grauens. Ja, der ist ja schon Turn-Up. Also im Refrain. Auf deinen Nacken, ja, ja, ja. Dann muss er, aber dafür, ja, muss, der auf deinen Nacken, dafür ja, muss der Beat nicht so. Der Beat muss nur dieses Turn-Up-Feeling haben. Ja, aber der ist ja sehr minimalistisch. Jetzt kann man halt sehr hoch mit der Stimme gehen. Ich würde es sonst nicht. Wenn dann noch im Beat zu viel ist, ist es ein Kirmes-Song nachher. Du kriegst nicht mal Kick rein. Ja, da ist nicht mal ein Battery drin. Extra da rein. Das ist voll nervig. Was sollen wir denn machen? Sollen wir killen? Hä? Sollen wir killen? Mal killen. Song killen? Ich überlege gerade. If it don't work, if it don't go, let it go. If it don't flow, let it go. Also drummäßig kann ich hier auf jeden Fall jetzt nicht killen. Das ist das. Das auch gar nicht so lassen. Sie hätte den Text, ich würde es komplett neu rappen auf neuen Dings. Ich würde mich gar nicht an einem Acapella festhalten. Ich will Fokus zwischen den beiden. Aber der ist mein Favorite von heute. Der war. Das ist alles scheiße. Den liebe ich. MJ. Krass, ich will mal kurz in die. Ich bin echt heftig. Warte mal, ich lade mal kurz in die. Yeah, yeah. Yeah, I know you're jealous. Yeah, I am jealous. I'm jealous too. I'm not lying. I'm not even jealous on the Lola. I'm jealous on the loud loud. I'm jealous because even like four sizes big, I can fit my fat ass in that. No, I know that. I know your booty ain't going nowhere up or nothing like that. That's like an ass cheek. This is crazy, right? This is that. Yeah, that whole shit is like half of my ass. Like I can cut it open. I can sew two together and shit like that. Shit, you got some stretch it out. Shit, you got some leggings right there. You got some booty shorts. Yeah, but booty shorts is a thing for Unique, I swear. Yeah, these are booty shorts is literally a thing. But why you trying to put booty shorts on her? You don't think I got enough pain? Her recklessness. Trying to get me arrested, that's what you're trying to do. Und auch sagen, wieder back for trouble. Ich weiß nicht, was always out for trouble. Always. Always. Always out for trouble. You're the worst of the worst. You're the worst of them. When? No, you are cute. When you don't move, don't breathe, just sit there. Then you look kind of cute.
As soon as you open up that foul ass mouth. Yo. What? Yo. As soon as you open up that foul ass mouth. But I know you still it saw is over. Me because I ain't got your ass shit. No, no, I'm not sorry about that. I'm not sorry about that. Like I said, I know your checkbook can't handle what I need. You understand that? It's so, it's all good. It's all good. I don't make up. I know they don't pay makeup artists that much, so it's all good. All love. Look at you hating. I'm not hating. Look at you frustrated and hating. She's trying to come for me. I don't even understand why. You can't come for my girls like that. They come back. It's which one came back? Where Bambi at? Bambi ain't never come back. Nah, Bambi didn't come. Bro, Bambi is just so funny, man. Bambi is just so funny. But I think sometimes it's a little too hard for him. Can you explain to me what you're saying? What's your Spaß? That's Digga, fix me, einfach, Digga. Bitch. First of all, you change your hair like that, I just bought like blue lipstick. But that's fine. Come on, no, it still matches. You wanted your lipstick to match her hair from yesterday. Yeah. No, I wanted her lipstick to match her hair. You thought? I'm not gonna say nothing to that. Warum willst du haten? Ja, blaue Haare, blaue Lippenstift. Das ist doch perfekte Kombination. Where'd she come from? From the deep. Who the fuck the new girl? You didn't teach her not to talk to me? She gotta talk to me through you. What the fuck? Yo, your cobras need rules, yo. Real talk, they all need rules. They's wilding out. They's really wilding out. You can. He's just fucking with you. And nobody actually fucking with you, so. He's just fucking with you. Yeah. I love it. Seriously. Ich würde gerne irgendwann mal übers Gesicht lecken. Von hier so bis da. Wen? So. Wait, you want to taste makeup or? Nah, I just want to taste your face, nice, yeah? Nice, nice. I'm shocked as well. I guess you're shocked as well. Ihr seid anders. Nein, wir sind unique. Eine Woche mit euch und ich bin wild. Ich bin wild, wild ist aber bestes Wort. Okay, warte mal. Willst du mich jetzt verarschen, dass du echt Deutsch redest? Redest, als ob du nur Englisch kannst. Okay, vielleicht. Nur Englisch kann und so. Ich wollte schon auf Englisch antworten. Ich dachte, sie kann nur Englisch. Surprise, surprise. Ich sag, scheiße, ich darf gar nicht unhöflich. Wir brauchen was. Dub-mäßiges. Ah, muss man ganz simpel lassen. Ah, ja, Sepp ist jetzt schon. Das ist die dreckigste Hit, ey. Oh Mann. Ey, mein Ohr. Ich brachte dir bei wie mein Augenrollen Eskalation. Eskalation, komm! Da muss alles rein jetzt auf Eskalation, Bruder. Ich brachte dir bei wie mein Augenrollen auf deinen Nacken. Auf deinen Nacken. Ey, auf deinen Nacken. Das ist das Problem, dass wir Dung da haben, weil er kriegt alles mit auf den. Alles Dung? Wir können uns so hochnehmen. Auf deiner. Also gefeiert? Hä? Club taugt nicht. Okay, now everybody's up in this bitch. Y'all better burn the fuck off our heads. Da muss ein bisschen, wahrscheinlich neu aufnehmen, ein bisschen aggressiver rappen, oder? Zeig. Ich seh dich im Auge, wie im Bild, wenn sie mal kommen. Tiefgelegt seh ich dich gegen am Fenster, wo jetzt in den Spiegel im Korn. Ich meine,
dich im Kompromiss. Wieso bist du manchmal nur so ein Idiot? Wir sind doch im Herzen wie Brüder, mein Bruder. Ich mach dir den wie meine Mutter. Ey, man kann auf jeden Fall noch wilder werden, aber bei uns bitte Instrumente. Wir gehen halt direkt raus. Hinterher machen wir dann noch was. Ja, genau. Ich schicke einfach die A Cappella vorne. What? Hä? Digga, seid krank. Aber ich habe gedacht, beim Bassdrum kommt ihr mit Pam, 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 Pam bei der Hook. Hab ich gedacht. Ja, ich dachte, Bassdrum. Können wir noch einmal machen? Digga, das shit is crazy. Yo, wir haben diesen Song geknackt. Ey, ihr versteht gar nicht. Ihr versteht gar nicht die Geschichte von diesem Song. Ich kapituliere, manipuliere, schmier dir die Pumpe durch Spannung. Aber auf deinen Nacken, auf deinen Nacken, auf deinen Nacken. Hey, one last one, Mama, one last one. We're going there one more time. You ready? You co-signing my ass like crazy. Ich kann dir aber immer Dynamik dann vermitteln, weil du darauf reagierst. Digga, I'm hyped as fuck, also, man. Fuck with this shit. Was ist denn da los? Aber Digga, wir waren heute krank produktiv, ja? Ganz krank. Hast du gehört, warst alleine, du dabei? Überleg mal, heute Morgen war noch Ramin und so da. Ja, ja. Das war heute einfach fucking legit Tag, Digga. Du musst jeden Tag auf das. War noch live, Digga, hin und her, Boxinhalte, Digga, was? Hier, die Stars, Digga, dann auf einmal Ohren zu Problemstellen, bla bla. Zack, 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 zack. Auf den Nacken, fick dich, Digga. Krankes Intro, das wird auch ganz krank, Digga. Das müssen wir zwar noch schreiben, aber das wird ganz, ganz krank. Weil Bars spitten so auf diesem Beat, den wir gehört haben. Das ist crazy. So warst du dabei, als Marc gesagt hat, was Christian gestern gesagt hat? Nee. Also, ach so, doch. Die ja. Haben das noch nie erlebt. Die haben das einfach noch nie erlebt, was wir hier machen. Haben sie noch nie so gesehen. Überleg mal, in zweijährigen Bestehen haben sie sowas noch nie erlebt. Ja. Hä? Oder nur Superlativen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Nur Superlativen. Wir machen nur Superlativen. Hä? I know I reach for the stars. I know I have unbelievable aims. But look where we is right now. Hä? Today was crazy. Even to have all these people in one building at one time is just seriously crazy. Ich feier auch, dass Michael einfach hier chillt. That picture that we took in front of the desk, mixing desk, that is like history. Yeah. That is like, huh? That's nearly like with all the producers. Everybody has a great story to tell. Not one person gonna be like, yeah, but when I've gefragt, ich, oh, vielleicht. Yoshi meinte auf den, ich soll, wenn ich fertig recorded habe, soll ich mir hier hinstellen. Egal, wie die Geschichte weitergeht. Also erzähl, du sollst dich hier hinstellen, so breitbeinig wie gerade? Ja, ich soll mich hier hinstellen. Einfach so machen. Album muss jetzt raus. Ist okay. Das war's. Da sind da 1000 Menschenmengen und so. Der wäre aber heftig. Ja. Du machst hier eine Show. Was? Unten sind alles voller Kids? Oder die ganze Straße? Die ganze Straße, wo so watatakata, wa. Was? Ja, ja, das, ja. Das ist nein, crazy. Nein, aber Bruder, das ist die nein, weil du da runter fällst. I don't wanna die, I don't wanna die like that. Du fällst auch wahrscheinlich runter oder so. Eine Biene. Oh, du bist da auch nicht. Oh mein Gott. Eine Biene, Mikrofon fällt runter. Und dann so, ja, ja, guck. Alle so, hä? Du kriegst dich hochgeworfen, wir werfen viermal. Darum geht's doch gar nicht. Es gibt einfach
bestimmte Regeln, um geschäftlich erfolgreich zu sein. Yeah. Und eine der Regel Nummer zwei nach Pünktlichkeit ist, never fuck the company. That's yeah. true. You don't fuck the company. You don't yeah. fuck the company, because you... I mean, you can go out and hoe with anybody and everything. But it's like, not everybody and everything is the shit. I know. That's like the worst thing. I know. Like, you just want to be people. You know we tear that shit up. Have you all laid out flat for a week? Shivering and shit. I know it's going to be good as fuck. Du kurz davor, mir wieder Tinder zu machen, Digga. Kannst du das Tinder? Machen? Ey, in Berlin. Aber dann, wenn mich jemand spricht und sage ich so, ah, oh, jemand hat fake account. You wanna do Tinder in Berlin, ist hoffnungsloser Fall. My friend did Tinder. You ain't gonna find no hot niggas. 100% of the people that you're gonna swipe is a no, because 100% of the people here don't look that good. If you were in London, it would be a whole nother thing. Yeah, I need to get that foreign. Actually. Yeah, you definitely need to get it fine. But I think some love life is waiting for you. No, I fuck think there's that some puppies waiting for I'm you. I'm gonna be single forever, like, no, I'm just you're gonna not. Fuck some bitches and suck some niggas dick. That means dick we're all gonna yeah, be but why single not? Forever. Huh? You have friends and family to love, yeah. and you got niggas to fuck, huh? And yeah. chicks. But every what's girl the issue? Has a dream to get married. But she's gonna get married, but she's gonna marry your boss. Baby. I don't believe in poppies like that anymore. Like, shit, I'm my own mommy, you know what I'm saying? Yeah, no, so but at the end of the day, she's gonna be so massive that every dude steps there already knows, yo, I gotta step up my level. Yeah. And then he's gotta pass about 600 niggas. and then. he might get a chance, you know? Then you have a chance. I mean, he can hit it. Anybody can come in. Anybody for quick can dip. Hit it. I don't mind anybody coming in to dip. The motherfucker wanna stay? No, then he have to pass me. I don't really care to meet any of the fuckboys. Boy? Anybody can then dip. Gotta step. Yeah. Like, gotta step. but like for real, like anybody can dip. No, but, like, for real, because you gotta get your nut off. Of because you're gonna be fucking super crazy famous soon. you know what I'm saying? It's like gonna be gangbangs and shit, but like. It doesn't even matter, shit. Like, we're, even if you, but that was if hard you go then, out, that but when you're famous, wasn't failed, but what the fuck? Like, if you go out with a story, yeah, fuck you, Nick in a gangbang. Yeah, right. Wow. No, you so don't. Whatever have, the fuck no, you're saying. No, seriously, you'll see what I'm saying. But like, fuck that shit. You still got power? Yeah, for what song though? It doesn't matter. I don't give a fuck. We can continue this. We can go to the next. Inside, yeah. Alright. Could you play the chords and make this track a hit, please? Yes. Can you roll up a joint and make my hat loose, please? 1, 2, 3, 4. Static was lost as well, because he didn't know what to do. And it's like we're both lost. In situations like that. And because you're leading, we have to follow you. We have to follow you. And if you don't know what you're doing at that moment, I don't want to be the leader anymore. Then you have to, then don't. Then be like, hey, then just play what, then just play it. Or have a conversation, we talk about it. But in a situation where other people are there, I'm not gonna take away your boss. Mm-hmm. If you do it, I'm gonna, okay. Yeah. And it just makes it hard, because now we're really doing final piano recordings. I'll give you a tip, because you said you've never done it before. That's why it's like your nerves in a situation, because you're gonna be doing this shit in front of cameras all the time now. You don't get a chance to do it on your own. And what I'm saying is, it's like at home. It's like you're not even allowed to let your mind go any other way. You're at home. You're at home on your own playing the piano. That's why I play the piano with my eyes closed. To just feel the feeling, because everything else around me is just fucking me up, distracting me, this or that. I have to do it now, I'm being recorded. But you playing it now ain't no other difference than when you play it on your own. It's just when you play it on your own, you don't worry no more. And I just don't know what to play then. As in what? Because, yeah, never mind. I get what you're trying to say. Because, like, your energy right now, you hear it in your music. Yeah, and that's so sad at the end, because when you listen to it and play it to somebody else, you feel all happy and joyful. But when you're making it,
you feel fucked up, and that can't be. It's like, that means you're beating yourself. And you beating yourself is like the worst thing you can do when you have to deliver. You can do it when you're home, you're alone. But when you have to deliver, you have to power through. It's like, no emotions, you just have to power through and make it hot. Alle so, das ist genauso wie wenn wir uns gegenseitig Harmonies geben müssen. Ja, aber es ist halt nicer. Real. Ja, es ist real Musik. Es ist echte Musik. Man muss ja auch darauf achten in diese digitale Welt, wo das alles so schnell zu produzieren ist, dass man halt einfach trotzdem ein wertiges Produkt macht. Und manchmal, wenn jetzt so eine Platte nach 2 Wochen du nicht mehr hören kannst oder nach 4 Wochen, weißt du, es ist anders. Du hast tatsächlich ein Album, dieses Produkt ist richtig gearbeitet. Es wird einen Spannungsbogen am Ende geben. So, das ist einfach ein echt schönes, runde Produkt. Mir fehlen 2 Songs drauf. Dass er, wenn er den Bass, der wäre nämlich... Der wäre crazy. Das funktioniert. Okay. Welcher Spur bin ich hier gerade hier? Mhm, perfekt. Okay. Von Anfang an, yes. Nein. Was? Niemals. Okay. Moment. Oh no. Man kann es da dran machen. Fett. Das war ein schöner fucking Take. I like that shit. Das Einzige, was mir halt fehlt, Expression einfach. So, weil manchmal sagst du, Achtung, ein Hinweis. So, es sind ganz bestimmte Dinge, die ich finde, die dich besonders machen. Und manchmal machst du dann, Achtung, ein Hinweis, Lügen, um krasser zu wirken, ist sinnfrei. Sie schmücken, und was ich ausmache, ist, Achtung, ein Hinweis, Lügen, um krasser zu wirken, ist sinnfrei.
Sie schmecken von Federn, von anderen Leben. Es bleibt jedes Kind weiß. Das ist so auf, oh krass, das kann keiner. Weißt du, was ich meine? Also mir fehlt nur ein bisschen Expression, aber es ist auch nicht viel. Ich rede nur von 5%. Ich rede jetzt nicht von, oh yo, you gotta do it completely different. Es ist marginal. Der was? Ich habe einfach das so heftig in mir drin, so ich habe auf denen die Dinge, die einen ja auf den geprägt haben im Leben oder so, oder wo man dann sagt, ja okay, vielleicht habe ich da einfach dann eine emotionale Intelligenz für entwickelt mäßig. So jetzt. Aber das ist voll so, nein danke. Es bringt mir auch so viel Spaß auf den Weg des Lehrens oder des immer Weiterentwickelns einfach, dass ich mir denke, ey, it's easy for everybody actually. You just gotta stick to it. Und dann bin ich so, wenn, natürlich fängt man dann bei seinen Freunden an, weil man ist so oft, Bruder, hä? Ganz normal, Digga, mach doch einfach auch so und so und so, Digga. Komm mit, Bruder. Okay, weißt du was? Dann mach nur das. Dann mach nur das. Dann verschwinde. Oder mach nur das. Aber du ich siehst, dir dann, ey. Aber du siehst, wie sie sterben daran. Ja, normal, aber es ist halt voll hart. Not everybody wants to change. Because at the end of the day, I'm just like, I already know, like, I'm gonna give someone the credit that is not even, that came into my life much later. Weißt du, was ich meine? Ja, I know. Aber das Ding heißt ist, ja nicht, dass ich nicht trotzdem dann mit meinen, auf aber du siehst, du hast es mit das beste Beispiel gebracht. Ja. Freunde zerbrechen an diesem Business. Und dieser Business ist schon alleine, wenn du anfängst, an deren Mindstate so intensiv zu doktern, wie du an deinem eigenen Mindstate arbeitest. Weil du denkst einfach, ey, ich hab einfach die Erleuchtung gefunden. Ja. Ich will sie dir auch geben. Ja. Aber auf den Punkt. Wer hat gesagt, die wollen sich ändern? Ja. Und auch wenn sie gesagt haben, sie wollen sich ändern, vielleicht wollen sie sich gar nicht ändern. Nicht so, wie du dich ändern willst. Ja, genau. Du willst die Welt übernehmen. Ja, die wollen vielleicht einfach, keine Ahnung, die Beste im Büro werden. Ja, oder der Beste in der Abteilung. Voll. Abteilungsleiter. Ich will mich auch darüber freuen, ja, Digga. Voll. Aber die wollen Abteilungsleiter werden. Die wollen Abteilungsleiter werden und nicht der Präsident. Ja, normal. Und du willst den Präsidenten werden. Ja. Und die verstehen dann halt einfach nicht diesen Präsidenten-Move. So, let friends be friends. Wirklich, let friends be friends and you will be rich. Ja. Real talk. Let friends be friends and you'll be rich. Can you see if they have an interface? Ja. Perfekt. Much? Ja. Ja, man. Habe ich mir angehört. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Baus, baus. Ich bin auf jeden Fall an Bord. Und wie viel Bar? 16, ja? Gönn mir sogar 32, ja. Bis bestens, Schwester. Ich bin morgen wahrscheinlich in Berlin für ein paar Stunden. Ich weiß, du hast viel zu tun. Alles cool. Ja, ich melde mich sonst morgen noch, wenn ich in Berlin bin. Vielleicht sehen wir uns, ja. Und was wollte ich noch sagen? Ja, bei mir ist sonst alles gut. Ich hoffe, bei dir auch. Ich wollte mich eigentlich nur noch melden und fragen, was du so treibst, ob alles läuft. Ist das so? Du weißt. Connecten, Fragen, etc. Was geht ab, Babyboy-Killer, Digga? Du wolltest connecten? Warum bist du so süß auf den? Ja. Okay, dann sag mir mal Bescheid, wenn du morgen in Berlin bist. Und lass mal allgemein noch mal telefonieren und so, Digga. Ich seh nicht die Botschaft. Quasi ist. Yeah, well, otherwise I would suggest if you just give me the baseline of Mulan and then maybe like I can record the new acapella because we have to do a new acapella anyways. Mm. And then you could, like, boss, you can still do. Oh my god, is there a fucking bee in this bitch? I am not working here, yo. Fuck everybody out of this bitch. Becoming unique.
Krieger in Tempt unter tausend Krieger. Kriegerin kämpft unter tausend Krieger. Kriegerin kämpft unter tausend Krieger. Mein Gott hat Gewicht wie die Faust Justitia. Bis auf den Alec, den du hinten verkackt hast, war brutal! Die Woche in der Mitte verkackt. Okay, give me some Alecs in the intro, please. Ich kipp gleich um. Hä? Ich hab das Gefühl, dass ich gleich umkippe. Real talk, now sit down. Ja, aber I can't reach the mic like that. Ja, dann chill kurz. Nein. Du sagst, du bist real, dein Rücken stabil, triffst immer dein Ziel, Olé. Lord. In diesem Olé so dreckig, Digga. Olé. Olé. Finde ich auch nice. Hey. We working, machen, machen, schnacker, schnacker. Wie lange sind wir jetzt wach? Digga. Oh. Also ich war auf jeden Fall vor 24 Stunden. Nee, da war ich im Schlaf. Da bin ich gerade schlafen gegangen. Also. Yo, we need to finish, yo. We really close, yo. Really close. You getting real close. Fertig, 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 fertig. Wow. I heard that, you know, AKA had a daughter out here in Germany that was making music. And it was, for me, it's hearing the news. Eva had told me, I was like, wow, that's incredible. So I'm just happy to meet you, yo. Yeah, really. Please come have a seat. We were just going through some marketing ideas for the Saga Continues. Yeah. And so I heard you, so you have a new album finished. Do you remember like the Disney character Mulan? Yes, I love that movie. Yeah, me too. And it's like, for me basically, it's like, I never really knew my path, and I never really knew like what journey exactly I'm going through, but like I felt like my story has already been written. And so I was like, yo, if my dad... It's been blackout. was soll ich sagen, ne? Beatpicker vom Beruf. Ja, Zwilling von Kiki. Ist voll hell hier, ja? Und das macht sie jedes Mal. Ja. So. Ja. Digga, ich seh dich mal die Kamera. Boah. Oh, Digga. Ich weiß, ich war bei mir auf einer Sonnenbank, ne? Aber Bruder, was ist das, Digga? Komm mir so vor. Unique macht ja immer einen, ich brauch endlich einen Mann. Sie macht sich ja Sorgen, kein Mann wird mich nehmen. Meldet euch einfach, guck mal. Genau hier jetzt, zwischen hier wird jetzt ihr Instagram eingefügt. Einfach Bewerbung schicken. Aber keine Schwanzbilder, man, reicht doch auch, man. Ihr fickt doch ihre Augen, ihr traumatisiert sie doch. Versucht euer Glück. Die ist nicht einfach. Die ist nicht einfach. Cute. Das ist verrückt. 6 Persönlichkeiten. In 5 Minuten. Ich kann es halt alleine reden jetzt. Schlangen. Manolo, Schlangen. Freut mich, Bekanntschaft zu machen. Ja.
Unique. Guck mal, das ist ja. Oh Gott, kann ich das einfach reden? Kann ich einfach sagen? Guck mal. Das ist ein aggressiver Mensch. Das ist ein aggressiver Mensch einfach. Macht immer Stress ohne Grund. Aristo ist auch dran schuld, sehr viel. Weil er sie trainiert. Du gehst einfach an ihr vorbei, sie denkt, du willst kämpfen. Denkst du so, hä, was ist da los? Guck mal, das ist alles in ihrer Box. Auch für Jungs, weißt du, Unisex, sagt man das so? Genau so. Das ist Unisex, tamam. Qualität en fleek. Guck hier. Bruder, Garantie, du Bruder, weißt du, man kann mit so einer Maske machen, was man will. Karneval, andere Geschichten. Ich will jetzt keinen motivieren, irgendetwas zu machen, aber es ist bequem. Ich rede mit dir und du verstehst mich noch, ohne zu erkennen, ob mein Mund sich bewegt. Premium-Material. Dankeschön, Premium-Material. Wenn du Single bist und eine Frau beeindrucken willst, hol dir einfach diese Box. Oder du überspringst Sachen wie Kennenlernphase ganz schnell, Bruder. So, wir haben bei Verlobung, verstehst du? Das ist mein Mann. Sie hat auf jeden Fall schon mal einen Klick, eine Schwesterschaft. Genau. Schlang einfach, ne? Auch gute Qualität, Mann. Auf jeden Fall den Preis wert, ne? Verstehst du? Ey, habt ihr schon die anderen Sachen preisgegeben? Ja. Aber es gibt andere Sachen. Gut, dass ihr wisst, das Cover von Check, Bruder. Das ist so wie, ja, wenn man so, du wirst zum Ritter gekürt. Oh. Diese, Bruder, das war so ein Royal Shit, Digga. Sie hat Mantel vom Mantelträger bekommen. Ja. Bruder. Jo. Wer hatet, Digga? Piep, kannst du piepen und so? Piep, piep, piep. Okay, wer hatet so? Digga, Alter. Das ist einfach Digga. Weil das ist einfach, bist einfach nur ein der Hater. Verstehst du? Weil wie kannst du sagen jetzt noch, dass das kleiner Alter, wie mietest du auch heute wie auf jeden Fall, ey, ohne Hecht musst du Respekt zollen. Sie trägt Mantel. Und wenn du nicht glaubst, frag Ratat. Ganz einfach. Ach, shit, stabil auf jeden Fall. Camouflage, Mann. Ich will es nicht falsch machen. Das ist so ein Weird World Shit. Das ist wirklich stabil. Also hört euch die Box. Dann haben wir noch die Fahne. Ihr kennt das Spiel. Swipe, 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 swipe. Pfiuh. Oder? Q, zart bitter, aber an Silvester nämlich edel Nougat. Verstehst du? Hotline Bang. Denkt ihr wirklich, sowas wird jemals passieren? Nein, ich fuck dich nicht ab. Nein. Doch. Hä? Nigga! Nein, Crack! Mate. Mate, you better not fuck with me. No, Fam, it's best for you. Fam, to shut up. Fam, I don't care, man. I don't care. Yeah. Your girl is Akas. Akas. Sechs Persönlichkeiten in 5 Minuten. Ciao. Wie bitte? Willst du meine fucking Persönlichkeiten zu behindern? Ja, warum nicht? Ich muss dich ficken, Digga. Ey! Guck mal, bringt dir sowas, das bringt dir Aristo? Oder Freestyle. Einfach zu freestyle. Freestyle.